Hallo, willkommen zurück in der Klemmbaubude. Heute zeige ich euch meinen Ford Mustang. Den habe ich ein bisschen veredelt. Zum einen mit Drucken vom Steindrucker. Da gibt es ein Package. Das verlinke ich euch auch mal unten in der Beschreibung. Und zum anderen habe ich Chromteile verbaut. Alles, was Light Bluish Gray an dem Auto war, ist jetzt in Chrom gehalten. Und das wertet das Auto unfassbar auf. Es glänzt und blitzt überall vorne, hinten an den Seitenschwellern. Und das wollte ich euch einfach mal zeigen. Für alle, die sich nicht vorstellen konnten, wie das Auto wohl aussehen würde in Chrom. Ihr könnt das sehen. Schade, dass Lego das nicht von Anfang an schon so vorsieht. Ich meine, die rufen ja auch Preise auf, jenseits von Gut und Böse. Da könnten ein paar Chromteile wirklich nicht schaden. Zumal es das Auto einfach das letzte Finish gibt. Es sieht einfach fantastisch aus. Heck, zwischen den Rückleuchten, die Teile, alles Chrom. Die Kante an der Heckklappe, Auspuffrohre. Die Felgen natürlich. Und der komplette Seitenschweller, das sind alles einmal zwei Slopes nebeneinander. Normalerweise Light Bluish Gray. Die Türgriffe natürlich ausgetauscht, Spiegelgläser ersetzt durch spiegelnde 1x2-Teils. Die Frontstoßstange sieht jetzt hervorragend aus, inklusive der kleinen Kellen, die hier verbaut sind, die als ja, Nebelscheinwerfer dienen sollen oder Zusatzscheinwerfer. Die Reflektoren der Hauptscheinwerfer sind jetzt in Chrom. Und die obere Kante der Windschutzscheibe ist auch Chrom. Dann habe ich mir noch anfertigen lassen eine UCS-Plakette. Mache ich bei allen meinen Modellen. Auch einen Druck. Dann habe ich noch ein, zwei Farbveränderungen vorgenommen. Zum einen hier drin. Das Lenkrad ist normalerweise ebenfalls Light Bluish Gray. Habe ich jetzt in Schwarz eingebaut und ich habe die Stange, die hier runter zum Lenkgetriebe geht, habe ich verkleidet mit schwarzen 1x1 Liftarmen. Ansonsten, wie gesagt, die Drucke verbaut vom Steindrucker, hier zum Beispiel das GT-Emblem am Heck. Der Rückspiegel hat ja einen Druck, wo man den Dodge Charger sieht aus dem Film Bullet. Ein kleines Easter Egg. Die Seitenlinien und das GT-Symbol hier vorne waren schon bedruckt. Genau wie die Mittellinie. Das gehört ja zum Modell schon dazu. Dann das Pferdchen vorne ist jetzt ein Druck. Und die zwei, drei Teile im Motorraum. Hier vorne auf dem Kühler. Und hier auf dem Luftfilter. Alles drucke jetzt. Dann habe ich noch zwei Einfüllstutzen mit verchromten Deckeln versehen. Ja, und zu guter Letzt habe ich mir noch persönliche Nummernschilder machen lassen. Ein historisches Kennzeichen. Vorne und hinten natürlich. Ja, ich denke, so macht er jetzt ganz schön was her. Da freue ich mich schon richtig auf den Camaro, der jetzt kommt, bald von Lego. Da werde ich natürlich auch dann Chromteile verbauen. Das gehört zu der Ära der Fahrzeuge einfach dazu. Da kann ich es überhaupt nicht verstehen, wenn da Light Blue Gray oder überhaupt graue Teile verbaut sind und an Stellen, wo es eigentlich vor Chrom nur so blitzen sollte. Naja, jeder wie er mag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht kommt der eine oder andere von euch jetzt auch auf die Idee, sich die Chromteile zu besorgen. Ich lege euch da die Partpacks von Lubrix ans Herz. Die kosten relativ wenig im Vergleich zu anderen Kastenteilen, die man so im Internet finden kann. Einzig die Felgen, die musste ich auch bei einem Drittanbieter noch holen. Die bietet Lubrix leider nicht im Partpack an. Ansonsten aber fast alles. Okay, da bleibt mir nur noch zu sagen, habt Spaß bei euren Bauvorhaben, bei euren Tunings, an euren Modellen.
Mir macht Spaß. Ich hoffe, euch auch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen da. Würde mich freuen. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Bis zu einem neuen Video aus der Klemmbaubude. Ciao.